Ja, Mainz ist ein Team, das, glaube ich, relativ schwierig in die Saison gekommen ist. Hatte einen Start mit wenig Punktausbeute, kam aber dann oder kommt immer besser zum Zuge. Also es ist eine Mannschaft, die sehr aggressiv ist, die unterschiedliche Systeme gespielt hat. Auch mal ein 3-4-3, 4-2-3-1 gegen Wolfsburg, ein 4-3-3. Also sicherlich sich auch dem Gegner anpassen kann, eklig sein kann. Und deswegen wird uns morgen gegen Mainz alles abverlangt werden. Es ist jetzt nicht mehr vom Gefühl her, so wie es im vergangenen Jahr, insbesondere beim Spiel in Mainz war. Aber es hört sich für mich immer noch komisch an. Ich kann mich da eigentlich nur wiederholen aus dem Vorjahr, dass auch ich persönlich natürlich mir nichts anderes wünsche als einen Sieg morgen, auch wenn es gegen Mainz ist. Und anschließend wünsche ich Mainz, wie ich das immer machen werde, immer wieder alles Gute. Aber morgen zählt es nur für Schalke.